Ja, wir befassen uns mal wieder mit Corona-Impfschäden. Ja, das OLG Koblenz hat jetzt eine zweitinstanzliche Entscheidung zu dieser Thematik getroffen. Hi und willkommen zu diesem neuen Video. Ich bin Alex Boos, Rechtsanwalt aus dem sommerlichen Mainz. Ja, ist wirklich warm zurzeit, muss ich sagen. Ich habe keine Klimaanlage hier im Büro, wir haben nur eine, die befindet sich im Besprechungsraum. Also viele Besprechungen machen zurzeit, ja, darum geht's. Ja, also OLG Koblenz habe ich gefunden, eine weitere Entscheidung in Sachen Impfklagen, sage ich mal Corona-Impfstoffklagen. Ja. Vorab eine kleine Anekdote, ich hatte vor einiger Zeit, ist glaube ich 4 Wochen her oder was, 3, einen Gerichtstermin in Mainz und da habe ich gesehen, ich gucke mir dann immer so an, was ist vor den anderen Gerichtstüren angepinnt, da sind dann immer so die Zettel von den Gerichtsterminen, also bei uns sind es noch Zettel, anderswo ist es teilweise auch schon digital, bei uns gibt es so digitale Vorrichtungen. Meistens haben sie aber trotzdem dann Zettel da hängen. Und da habe ich zum einen gesehen, da liefen irgendwie hintereinander 3 Verkündungstermine in Sachen WBS, also verschiedene Leute vertreten durch die WBS-Kanzlei, ja, durch die Kanzlei von Solmecke gegen Meta. Das ist, glaube ich, diese Mehrfachklagen, die die da zurzeit durchziehen an allen möglichen Landgerichten. Da liefen 3. Und dann waren aber auch verschiedene Verkündungstermine in Sachen gegen BioNTech. Ja, und ich hatte mich im Anschluss mit einer Richterin unterhalten, habe mal gefragt, ob sie da zuständig ist für diese BioNTech-Sachen. Und wir hatten ein bisschen geplaudert und ich habe nicht mit ihr abgeklatscht. Aber die sagte mir, dass bislang alle Klagen, die in Mainz laufen und so war auch mein Wissen aus den, hat man glaube ich auch schon mal Videos dazu gemacht, dass die meisten Klagen abgewiesen wird. Und in Mainz ist bisher auch alles abgewiesen worden tatsächlich und zwar immer aus Rechtsgründen. Weil es unabhängig von der Frage der Kausalität immer um die Frage ging, Kosten-Nutzen-Abwägung, also Risiko-Nutzen-Abwägung. Ja, wie hoch sind die Nebenwirkungen zu erwarten im Vergleich zum Nutzen der Impfung? Und deshalb kommen die meisten Gerichte auch zu dem Schluss, dass diese Klagen abzuweisen sind. Ja, also da geht es häufig gar nicht so weit, dass es überhaupt um die Frage geht, das wäre ja der nächste Schritt, basiert denn diese Folge, die ich da habe, überhaupt auf der Impfung? Ja, denn ich muss ja auch eine Kausalität darlegen, natürlich mit ein bisschen einfacheren Anforderungen, ja, weil Nachweise sind natürlich schwierig, aber so weit kommen die meisten Gerichte gar nicht. Und so war es auch in diesem Fall. Das ist auch von einem Landgericht in Rheinland-Pfalz entschieden worden. Ich weiß jetzt gar nicht, ob es Mainz war. Ich gehe mal davon aus. Das Ganze ist vor das OLG gegangen. Und ging wieder gegen BioNTech. Eine Frau, die hat quasi vorgetragen, dass sie seit der Corona-Impfung unter starken Schmerzen leidet, unter Schwindel und hat Schadensersatz von BioNTech verlangt. Sie hat im Wesentlichen vorgetragen, dass sie einige Tage nach der ersten Impfung dann plötzlich starke Kopfschmerzen entwickelt hätte, intensiver Schwindel. Und nach der zweiten Impfung hätte sich diese Symptomatik noch verstärkt. Sie leidet wohl bis heute daran. Unsicheres Gangbild hat sie vorgetragen. Sie sei fallgeneigt, also sie fällt häufiger mal hin und muss sich regelmäßig stützen und hat dadurch natürlich erhebliche Beeinträchtigungen. Und hat einen Schadensersatz hier verlangt, also Schmerzensgeld, in Höhe von 100.000 Euro. Das ist natürlich eine große Summe. Ja, in Deutschland sind die Schmerzensgeldbeträge meistens nicht so hoch. Ich muss sagen, ich hatte mal mit einem Fall zu tun von einem Motorradfahrer, der hat ein massives Schädel-Hirntrauma erlitten. Und da ging es damals, glaube ich, auch um die Größenordnung 100.000 Euro. Ja, also war jetzt nicht so, dass der überhaupt nichts mehr machen konnte, aber hatte schon eine massive Beeinträchtigung. Und da waren auch 100.000 Euro im Raum gestanden. Also das nur mal zum Vergleich, wie hoch das hier im Verhältnis angesetzt ist. Ja, Landgericht hatte die Klage abgewiesen mit der gleichen Begründung, die ich euch eben genannt habe. Und danach ist sie vors OLG nach Koblenz gezogen, das ist unser Oberlandesgericht hier. Und auch dort ist ihre Berufung zurückgewiesen worden. Aber, das ist ganz wichtig, das OLG hat hier die Revision zugelassen. Ja? Also in den meisten Fällen wird die Revision nicht zugelassen. Wenn das Gericht aber davon ausgeht, grundsätzlich die Bedeutung der Rechtssache oder sowas, dann können die eine Revision ausdrücklich zulassen. Wenn das nicht zugelassen ist, muss man vor den BGH gehen mit einer sogenannten Nichtzulassungsbeschwerde. Ja, das heißt, du machst erstmal eine Beschwerde gegen die Nichtzulassung der Revision. Ja, so läuft das in der Regel. Das heißt, Revision hier zugelassen, das heißt, die Sache könnte vor den BGH gehen. Dann aber, sage ich dazu, mit anderen Anwälten. Ja, denn vor dem BGH ist nur eine bestimmte Anzahl, sind glaube ich zwischen 20 und 30, ich habe es jetzt nicht im Kopf, die da allein zugelassen sind also eigentlich immer die gleichen Anwälte, die BGH-Sachen machen. Im Rechtlichen ging es wohl vor allem um die Voraussetzungen des 84 Arzneimittelgesetzes. Das ist eine sogenannte verschuldensunabhängige Gefährdungshaftung. Ja, also wenn du Arzneimittel quasi herstellst,
dann trifft dich eine sogenannte Gefährdungshaftung für Gefährdung durch eben diese Stoffe, durch diese Arzneimittel und in dem Fall eben auch durch einen Impfstoff. Das fällt auch unter Arzneimittel. Und da in dieser Vorschrift steht eben drin, dass eine Verbindung nachweisbar sein muss, beziehungsweise muss halt eine herstellen, quasi zwischen Impfung und Schaden. Und in dem Fall war es wohl so gewesen, dass ein solcher nicht nachweisbar war. Das Gericht hat aber ausdrücklich darauf hingewiesen, und das ist das, was ich jetzt gesagt habe und was ich auch aus Mainz gehört habe, es gibt nämlich immer Ausnahmen von dieser Schadensersatzpflicht. Und zwar kommt es auf die Frage an, ob der entsprechende Corona-Impfstoff schädliche Wirkungen hat, die über ein nach den Erkenntnissen der medizinischen Wissenschaft vertretbares Maß hinausgehen. Ja, es ist also eine Frage der Vertretbarkeit. Ja? Also wie hoch sind die möglicherweise schädlichen Wirkungen im Vergleich auch zum Nutzen? Das geht jetzt in die Thematik, die ich euch da dargestellt hatte. Das ist im Prinzip so eine Art Abwägung, wie viel Nebenwirkungen sind denn noch vertretbar? Das ist eigentlich was dem Schadensrecht fremd ist. Ja, normalerweise gibt es das nicht, aber in dieser Thematik Arzneimittelgesetz ist das eben mit inkludiert. Ja? Und deshalb hat das OLG gesagt, gut, du konntest zum einen jetzt nicht die Verbindung zwischen Impfung und Schaden herstellen, das ist aber gar nicht wichtig, denn wir gehen grundsätzlich von keiner schädlichen Wirkung des BioNTech-Impfstoffs aus. Ja? Das heißt, selbst wenn sie die Verbindung hätte darlegen können, eine mögliche Kausalität, hätte es an der Entscheidung nichts geändert. Und das ist eben das, was ich da auch in Mainz sehr interessant fand bei dem Gespräch mit dieser Richterin, ja, die mir das erklärt hat und die mir gesagt hat, so und so ist das. Ich habe wenig Erfahrungen dazu mit diesen Impfstoffsachen. Also ich wollte früher immer mal Medizinrecht machen, kam aber dann keiner durch die Tür spaziert und deshalb habe ich mich dann ganz früh schon anderweitig orientiert. Aber ich fand es immer sehr interessant, weil wenn ich nochmal studieren könnte, dann würde ich gerne nochmal Medizin studieren. Ja. Und deshalb hat mich diese Schnittstelle zwischen Jura und Medizin immer sehr interessiert. Also OLG Koblenz hat das gesagt, was die meisten Gerichte sagen, ein sogenanntes positives Nutzen-Risiko-Verhältnis des Impfstoffs hier von BioNTech. Andere Frage, die dann noch aufgeworfen wurde, ist, ob durch eine europäische Zulassung dieses Impfstoffs quasi eine Verantwortlichkeit des Herstellers ausgeschlossen wird. Das hat der Senat aber ausdrücklich offen gelassen. Ist aber eine viel diskutierte Frage, sage ich dazu. Dieses positive Risiko-Nutzen-Verhältnis hat das Gericht aus verschiedenen Informationen sich genommen, Ausschüsse des Paul-Ehrlich-Instituts und der Europäischen Arzneimittelagentur. Ja, daher haben die diese Überzeugung gewonnen. Senat hat weiterhin darauf abgestellt, auch das wurde mir von der Richterin gesagt, dass sie immer gucken, bezogen auf die Gesamtheit der Personen, ja, die potenziell jetzt geimpft werden können und auch sollten, dass so eine Impfung eben keinen hundertprozentigen Schutz bieten kann. Ja. Und dass das, so sagt das Gericht, auch nicht die versprochene Wirkung des Impfstoffs sei. Senat sagt aber ausdrücklich, Risiken in Form von Nebenwirkungen, ja, das erkennen wir an. Aber trotzdem überwiegt eben nach einer Abwägung, die die Gerichte hier vornehmen, das Nutzen im Verhältnis zu den Risiken. Ja, und zwar, so das Gericht auch hier, das OLG Koblenz, in einem sehr weiten Verhältnis, also ein sehr weites Überwiegen des Nutzens gegenüber den Risiken. Das heißt, insgesamt, so sehen die das, ist die Impfung ein vertretbares Opfer zum Nutzen der Gesamtheit, was hier vorliegt. Gericht sagt also sinngemäß, klar, Nebenwirkungen gibt's, ja, aber das Nutzen überwiegt eben dem Risiko. Und das Gericht spricht insoweit auch von einem vertretbaren Opfer zum Nutzen der Gesamtheit. Ja, das sind so die magischen Worte, die da immer fallen. Und aus einer solchen Risikoverwirklichung in einem Einzelfall könnte man eben nicht auf die Unwirksamkeit des Arzneimittels schließen und damit eben dieses Nutzen-Risiko-Verhältnis dann im Sinne der Klägerin entscheiden, sondern es bleibt eben dabei, der Nutzen überwiegt hier das Risiko. Ja, so sehen es die Gerichte, so ist auch die Rechtslage und das ist auch der Grund, warum so viele Klagen da scheitern. Das heißt nicht, dass es diese Impfnebenwirkungen nicht gibt oder sowas, sagt das Gericht ja deutlich. Klar gibt es die, wie bei jeder Impfung. Und da gibt es mit Sicherheit auch schlimme Fälle. Bei der Frau war das jetzt ja hier noch, ja, ist immer schwer zu bewerten, ne? Also ständiger Schwindel, ständiger Kopfschmerz ist natürlich auch Mist. Aber es gibt, so bitte richtig verstehen, natürlich weitaus gravierendere Fälle, auch bei anderen Impfungen oder sowas, wo dann wirklich massivste Impfschäden aufgetreten sind, ja. So meine ich das, aber es ist immer ein bisschen schwierig, da Impfschadensfolgen jetzt zu bewerten, im Sinne von, das ist schlimmer und das ist besser, das ist natürlich ein bisschen eine schwierige Kiste. Aber das eben rein rechtlich der Grund,
Kleine Anmerkung noch, selbst wenn BioNTech eine dieser Klagen mal verliert, dann müssen sie es zwar bezahlen, aber es gibt ja in den Verträgen auch mit den Regierungen, mit der EU und so weiter, gibt es ja auch sogenannte Freistellungsklauseln. Das heißt, unterm Strich bleibt BioNTech dann auch nicht auf diesem Schaden sitzen, sondern die haben sich da eben entsprechend freistellen lassen. Ja. Ja, ist eben so, kann man von meinen, was man will. Ich meine aber auch, dass es damals, also ich, wenn ich jetzt Impfstoffhersteller wäre und ich würde sowas in ultra schneller auf den Markt bringen, dann würde ich vermutlich als gewiefte Firma sowas auch machen, weil ich mir sagen würde, ich kann euch das liefern, aber ich übernehme da keine Haftung oder sowas. Ja. Also irgendwie aus wirtschaftlicher Sicht ist natürlich nachvollziehbar, aber jetzt gehen wir schon in den Bereich der Themen, wo wir dann uns nicht mehr über Recht und sowas unterhalten, sondern eben über moralische Dinge oder über verschiedene Mythen und auch vielleicht auch Fakten, ja, keine Ahnung. Also ich will es nur rechtlich darstellen und so ist der Fall hier ausgegangen, wie die meisten Fälle in diese Thematik eben auch. Senat hat sich dann noch mit anderen Dingen beschäftigt, ja, unrichtige Kennzeichnungen, Fachinformationen falsch, also Beipackzettel und so weiter, Belehrungen, Risikohinweise und so weiter, ja. Und da haben die aber gesagt, da ist soweit alles okay. Es gibt bestimmte Anforderungen an diese Produktinformationen und da hat das Gericht gesagt, die waren zum Zeitpunkt, als das rauskam, waren sie jedenfalls richtig und sind danach auch fortlaufend aktualisiert worden. Ja, da kommen ja immer neue Sachen dazu. Also man muss auf den Zeitpunkt abstellen, als das Ganze auf den Markt gebracht wurde, beziehungsweise als eben die Impfung von dieser Frau stattgefunden hatte. Trotzdem muss man solche Produktinformationen natürlich dann auch anpassen. Ja, denn gerade die Nebenwirkungen und sowas, das verändert sich ja im Laufe der Zeit. Je länger du das Medikament beziehungsweise hier in dem Fall den Impfstoff einsetzt, dann musst du auch deine Produktinformationen anpassen. Vor dem OLG gab es meines Wissens nach auch einen ähnlich gelagerten Fall. Da ging es aber nicht gegen BioNTech, sondern gegen AstraZeneca. Ja, ähnliche Begründung auch abgewiesen worden. Also, schauen wir mal, ob man diesen Fall hier vielleicht nimmt. Es ist ja, gibt noch gar nicht so viele obergerichtliche Entscheidungen dazu, meine ich. Ein paar gibt es aber, ob das jetzt mal ein Fall ist, wo man es vielleicht vor dem Bundesgerichtshof klären lässt. Ja, denn du darfst natürlich auch eins nicht vergessen. Das muss ich auch sagen, auch wenn es rechtlich sicherlich richtig ist, dass dieses Risiko-Nutzen-Verhältnis, dass das jetzt eben hier überwiegt, ja, zugunsten des Nutzens, das bringt natürlich der betroffenen Frau hier wenig, ja, dass sie sagen kann, ja, ist ja schön, aber mich hat es halt trotzdem erwischt. Und da ist natürlich auch so ein bisschen aufs Gerechtigkeitsempfinden abzustellen, ob man hier nicht doch dann zumindest es für verständlich hält, dass die Frau da natürlich eine Entschädigung für haben möchte. Ja, also das will ich gar nicht verkennen, das ist eine schwierige Thematik. Und deshalb sage ich immer, gerade wenn du so zum Nutzen der Allgemeinheit irgendwie auf solche Abwägungen abstellst, dann fällt natürlich der Einzelne häufig hinten runter. Ja? Und ob das immer so gewollt ist, ist natürlich die Frage. Aber das werden wir hier an dieser Stelle nicht klären. Das könnt ihr gerne mal in den Kommentaren machen. Aber dann wird es natürlich schwierig, weil was willst du machen? Gibst du dann allen Klagen jetzt statt, entgegen der bisherigen Rechtslage? Ja? Oder wie tust du das? Deshalb sage ich, das ist halt schwer. Ja? Ich sage nur, ja, Risiko-Nutzen ist immer eine gute Sache und ich halte es rechtlich auch für richtig. Aber wie ich gesagt habe, die Frau hat davon eben nichts. Jetzt mal unabhängig davon, ob das wirklich darauf basiert oder sonst was, das ist ja hier anscheinend auch nicht dargetan. Der zeitliche Zusammenhang ist natürlich schon ein gewisses Indiz dafür, aber ja, ist halt auch natürlich ein Problem. Und im deutschen Recht ist es eben so, wenn du was willst, dann musst du eben auch deine Anspruchsvoraussetzungen darlegen und musst die halt auch nachweisen. Ja, das ist so. Wenn das anders wäre, bringe ich mal das berühmte Beispiel, dann könnte ich einfach behaupten, der XY schuldet mir 1.000 Euro. Und dann käme halt die Beweislast um, dann müsste der beweisen, dass es mir nicht schuldet. Das kann er nicht, das kann jetzt von jedermann irgendwie 1.000 Euro holen mit dieser Begründung. Das kann eben unterm Strich nicht sein, deshalb ist die Rechtsordnung eben so aufgebaut. Wer was haben will, der muss es auch beweisen. Das führt häufig zu Beweisschwierigkeiten, ja, mache ich keinen Hehl draus. Aber es ist eben so und die Folge, wenn man es anders machen würde, wäre noch fataler. Ja? Das Gleiche wie mit der Unschuldsvermutung im Strafrecht. Wenn jetzt jeder anfangen müsste, seine Unschuld zu beweisen, dann hocken ganz viele plötzlich unschuldig auch im Knast. Ja. Auch das ist ein Risiko-Nutzen-Abwägungsding, was da gemacht wird. Ja. Und so wie es bei uns geregelt ist, ist es eben die bessere Variante. Eine perfekte Variante gibt es halt leider nicht immer. Deshalb gibt es auch viele Fälle, wo du eigentlich rein auf dem Papier gewinnen müsstest, aber du verlierst aus Beweisgründen eben trotzdem. So ist das. Also, interessanter Fall hier. Klägerin verloren, BioNTech gewonnen hier. Ja. Schreibt mir gerne was in die Kommentare, lasst dem Video einen Daumen nach oben da, aktiviert die Glocke und genießt den Tag. Ja, bis zum nächsten Mal und tschüss.